ich weiß ja nicht. Meine Mutter hat gemeint, mein Haarschnitt würde irgendwie gar nicht mehr klar gehen. Ich finde eigentlich, dass ich gut aussehe. Okay, hier ist dieser neue Laden. Aber das ist doch ein Supermarkt. Warum sollten die Haarschnitte anbieten? Für einen Dollar gibt es hier ein aggressiver Seitenscheitel, was auch immer das zu bedeuten hat. Vielleicht kann mir der Mann da vorne was erklären. Entschuldigung, arbeiten Sie und schneiden Sie hier zufällig Haare? Hallo, schönen guten Tag. Bei Kreis Industries gibt es keine Grenzen. Jeder Supermarkt ist auch gleichzeitig ein Körperpflegezentrum. Für einen Dollar bekommen Sie heute aggressive Seitenscheitel. Wenn Sie dazu den passenden Louis-Gürtel und eine Gucci-Cap haben wollen, zahlen Sie noch einen zweiten Dollar obendrauf. Okay, Sie klingen, als hätten Sie irgendwie medizinische Probleme und als würde es Ihnen nicht gut gehen. Soll ich vielleicht Hilfe holen? Wenn Sie einen zusätzlichen Rabatt haben wollen und nochmal einen extra Dollar obendrauf legen, dann bringen die noch extrem gute Schattenbox-Skills bei. Was anderes außer irgendwie Produkte vor sich hinlallen? Wenn Sie draußen vor der Tür an dem Boxautomaten über 900 Punkte erreichen, bekommen Sie eine gratis Talahohn-Ausrüstung dazu. Was soll das denn alles? Verkauft sich denn so ein Schrott? Es verkauft sich alles. Kasse auf, Kasse zu. Kasse auf, Kasse zu. Okay, ich glaube, ich werde mir hier einen Job suchen und hier Kasse arbeiten auf, einfach. Kasse. Ich werde einfach hier arbeiten. Das klingt irgendwie ungesund, was Sie da machen, junger Mann. Ich habe in den frühen 80ern hier angefangen und in den frühen 90ern habe ich so viel Nebenluft gezogen, dass ich dass ich medizinisch als nicht mehr lebensfähig gelte. Ich habe so viel Luft. Ich habe so viel Rektalwind in meinem Körper. Hä, wo sind die? Ach, hier sind die. Ich ziehe hier so viel Nebenluft. Meine Talahun-Genetik. So. Jetzt erstmal hier die... Avocados. Avocados. Irgendwo noch... Ja. Hier ist Paprika noch ein bisschen, aber sonst? Hier ist noch ein bisschen. Haben wir noch... Nee. Oh, schon mal. Wir haben in der Obstabteilung extrem viel Platz mittlerweile, ne? Ja, aber uns fehlt noch Froschmagen. Froschmagen, weil wir mit Franz zurzeit so eine Aktion haben. Franz, die Leute lieben Froschmagen. Ach, das gute Einzige. Was hat die gerade gesagt? Klingt wet and pricey? Was ist denn wet and pricey? Wet and pricey ist das so, habe ich auf der Reeperbahn aber auch schon mal ein Schild gesehen. Feucht und günstig. Feucht und günstig. Schön bei Fick, Kick. Fick Donalds. Da hole ich mir erstmal einen dicken Whopper. Ich hab jetzt einen schönen nassen Whopper geholt. Schönen nassen Doppel-Whopper. Sloppy Whopper hab ich gestern bekommen. Sloppy Whoppy, Alter. Von Ariel Adams oder wie die immer alle heißt. Kristallstaub Adams hat mir gestern einen feuchten Sloppy Whoppy gegeben. So, was sagt denn der Laden? Der Laden sagt, du brauchst mehr Ware. Du hast nicht genug Ware. Deine Ware ist schlecht. Kommst du mir, ich zeige dir. Du hast schlecht gewartet. Gehackte Tomaten laufen echt immer gut, ne? Ja. Die gekackten Tomaten. Die gekackten Tomaten? Die knallen. Vorverdaut von Wolpertingern aus der Region. Von Wombatzen aus der Region. Zuerst fütterten wir Wombats. Dann nahmen wir ihre Ausscheidungen, rösteten sie über dem Feuer in den Blue Mountain Bergen. Irgendwie wird alles hier in Blue Mountains verarbeitet. Ja, das ist auch natürliches Feuer ohne Blitzeinschläge. Ja, da brennt es durchgehend, wie dieser ewig brennende Reifenhaufen bei dem. Das heißt, keiner weiß genau, wann das Feuer entstanden ist, aber es brannte schon, als die ersten Menschen dort ankamen. Deswegen ist der Berg ja auch so beliebt und heilig gesprochen. Holy Mountain. Ja, und selbst wenn das frische Frühlingsquellwasser, womit das Crack dann aufgespült wird, durch die Berge durchgeflossen ist, ist das Feuer immer noch da und keiner weiß warum. Holy Mountain. An der Nadel. Blue Black Mountain ist das Beste, was es gibt.
Bring mich heim. Nadel, Rose. Sniff mich jetzt. Sniff mich jetzt. Ich bin noch nicht tot. Mein Herz schlägt noch. Mein Körper schmerzt. Montagmorgen, Arbeit beginnt. Die Blue Mountain-Hymne. Kein Entzug. Trotzdem Dauer abhängig. Extrem keine süchtig. Schmerzen. Richtig geil. Blue Mountain Crack. Ich sniff dich weg. Lebensfreude. Nasenblut, Lebensfreude. Alles weg. Früher war ich ein lebensfreudiger Familienvater. Dann habe ich Blaue Mountain Crack entdeckt. Ich stehe instinktiv, weil ich denke, es kommt noch was. Kommt noch was? Ja, kommt was, klar. Es kommt nie nicht irgendwas. Kommt immer was. Das ist Blue Mountain. Oh, die hat ein Problem wegen Feuchtigkeit irgendwie. Gewellte Dose oder was? Feuchtigkeit auf der Kasse. Ich hab feucht. Irgendwer hat nicht abgewischt, richtig. Kotpartikel auf der Kasse. Das finde ich immer so geil, wenn die Leute dann irgendwie, der eine hat aus, oder hat er so ein Video gemacht, wie ekelig das der ist und so. Weil man in so Getränkeresten dann bei irgendwelchen Fastfood-Restaurants oder so, weil man dann in dem Grundwasser oder in dem Wasser für diese Getränkedinger und so Fäkalpartikel gefunden hat. Und ich sag dir eins, ich wollte gerade sagen, Alter, wenn du deine Badezimmertür aufmachst, Alter, deine Zahnbürsten, alles, was du täglich benutzt, wenn du es nicht mit einem UV-Reiniger reinigst, sind da Fäkalpartikel drauf, Fäkalbakterien, die sind überall, weißt du, und dann tun die Leute immer so, es ist so, als hättet ihr quasi Kacke in euren Softdrinks, tja, da seht ihr mal, was ihr so runterspült, auch in dem Wasser, was du aus dem Wasserhahn ziehst, sind auch Fäkalpartikel. Weißt du, überall ist das Zeug außerdem drin. Außerdem finde ich es auch ganz interessant, weißt du, so Kacke haben die Leute mehr Angst als vor irgendwelchen Kreis-Industry-Chemikalien. Ne? Ja, weil das ist eigentlich wirklich gefährlich. Was keiner auch, kriegt Krebs durch Kacke. Es ist auch dieses, auch wieder jetzt so ein Freizeitpark-Ding. Die Leute stehen in dieser Warteschlange für eine Wasserbahn, in der du ja nass wirst, das wissen die Leute. Du wirst da nass drin, hundertprozentig. Stehen in dieser Warteschlange. Wenn aber in dieser Warteschlange sind dann oft so Stellen, wo du halt ein bisschen nass wirst, ne, so, weil dann so ein bisschen, es ist absichtlich so gebaut, ne, dass du dann halt, da springen sie dann an die Seite, weißt du, geht, oder, das. Ja, weil das Fäkalwasser ist. Ne, also, diese Prioritäten sind immer toll. Oder du bist im Schwimmbad und dann steht da am Rand einer und schießt halt mit so einer Wasserpistole, so eine Figur, ne? Die schießt dann irgendwie. Ja, und du bist da Leute auf, ja. Und du bist im Endeffekt nass und dann, weißt du, der spritzt da von oben mit Wasser. Diese Figur hat mich. Ich wollte eigentlich nicht nass werden im Schwimmbad. Weißt du so? Ja, nicht die Haare, sagen dann immer viele. Nicht die Haare. Weißt du, ja, Alter, kein Schwanz interessiert dich für deine scheiß Dreckshaare, die sind so unwichtig für die gesamte Menschheit. Aber das verstehen die Leute immer nicht, weil sie denken, es wäre so wichtig. Es könnte ja jemand gucken. Ja, aber ich dachte, bist du nicht glücklich vergeben? Ja, doch, aber stell dir vor, Leute könnten denken, ich sehe blöd aus. Ach so, okay. Also es ist dir doch wichtig. Könnte ja sein, dass was Besseres kommt, ne? Könnte ja, ist so. Könnte ja eine bessere Option. Könnte ja eine bessere Option kommen, die dann sagt, oh, eigentlich hot, aber nee, mit den nassen Haaren lieber nicht. Mit den nassen Haaren? Ich wollte ja eigentlich. Hier drüben würde ich bangen, hat Top-Buddy, aber nasse Haare gehen gar nicht. Ich war kurz davor, ihr ein Leben in Reichtum zu schenken, weil ich bin Privatier, ich brauche nicht mehr arbeiten, ich habe genug Geld für den Rest meines Lebens und für 3 weitere Personen. Aber die nassen Haare, sorry, geht gar nicht. Also in einem Schwimmbad mit nassen Haaren, sorry. Ich hätte dir das Leben ermöglicht. Aber du bist ja. Du bist, auch wenn du glücklich vergeben bist und 2 Kinder hast und es eigentlich völlig egal ist, wie du aussiehst. Ich war kurz davor, dir dieses Leben zu ermöglichen, einfach so, ne? Du hättest nur meine perversen Sexpraktiken mitspielen müssen den Rest deines Lebens, alles andere wäre egal gewesen. Aber die nassen Haare, ne, sorry. Also ich verstehe, ne, das ist so, ist das der Gedankengang dahinter, so, ist das, ja. Ne, so.
Dieses... Nee, einige mögen halt einfach nicht, wenn ihre Haare nass werden im Schwimmbad. Meine Mutter war auch so ein Mensch. Dann geh ich so, nicht ins fucking Schwimmbad, Alter. Aber nicht spritzen, Kinder, weil ich will nicht, dass meine Haare nass werden, weil das so aufwendig ist. Die muss ich ja dann waschen und wickeln und frisieren und sprayen und... Ja, genau, weil es könnte ja abends noch Besuch vorbeikommen. Ja, klar, wer kennt es nicht? Meine Mutter war so ein Riesen, die ist halt Friseuse und die war da immer so, die hat ja auch nur irgendwie, die hat dann immer ihre Haartermine, da wird dann alles gemacht und getan und... Ja, und dann sieht's einen Tag toll aus, hast 500 Euro bezahlt. Die hat dann mit Tauben und allem geschlafen. Kennst du das, wenn die dann sich so Hauben aufziehen, damit das Spray nicht irgendwie im Kissen hängt? Das Spray war da auch eine Woche drin. Spray ist teuer. Ja, früher war Spray noch nicht so inflationär wie heute. Da war noch das gute FCKW und so drin. Das Aluminium wächst nicht auf Bäumen, haben die mal gesagt. Sondern die armen Kinder in der Aluminiummine. Aus Respekt vor den Aluminiumminenkinder von Kreis Industries wasche ich mir nur alle 2 Wochen die Haare. Eine alte Dame wäscht sich, wenn eh, alle 10 Tage die Haare. Das ist dann auch immer so ein Event, wenn meine Oma gesagt hat, oh nee, Sonntag habe ich keine Zeit, da muss ich mir noch die Haare waschen. Das war wirklich eine sonntagsfüllende Aufgabe. Sonntag geht das Wasser aber vom Brunnen holen und heiß kochen erst über dem Feuer. Meine Haare vertragen nur Blue Mountain Bergwasser, ne? Tja. 5.500 kostet das nächste Upgrade für Produkte. Ja gut, aber wir verdienen ja relativ gut. Die Kasse ist voll. Wie, warum glühen auf einmal die Selbstbediener? Wie, was ist da los? Keine Ahnung. Ist wieder Hochsaison, ist halt, oder? Ja, Hochsaison. Feiertag Drake morgen. Drake wurde runtergesetzt. Ja, morgen ist Turkey Thursday. Turkey Thursday. Fürs Wochenende ein bisschen clean werden. Fürs Wochenende will ich ein bisschen trocken werden. Heute Abend gibt's nur ein Fläschchen Lean. Clean Lean, weißt du, der Hustensaft zum Runterkommen. Jetzt neue Clean Lean Kids. Clean Lean Kids, Alter. Geben Sie Ihren Kindern am Donnerstag einen ordentlichen Hustensaft von Clean Lean. Sonntags nüchtern in die Kirche gehen, Clean Lean hilft. Damit Jesus nicht sieht, wie high ich schon wieder bin. Sie wollen Jesus nicht Ihre roten Augen präsentieren? Kein Problem. Fläschchen Clean Lean, kein Husten und kein Entzug. Hä, wo sind denn die Clucky Clunkers eigentlich hier? Die Clucky Clunkers. Da sind sie ja. Der Clucky Clunker Frühstückstarantula-Eier. Exactly what I need. Wir haben eine neue Spinnenart im Amazonas entdeckt, die faustgroße Eier legt. Und sie auf ihrem Rücken transportiert. Leckeren Clucky Clunkers. Spinne ist zwar extrem giftig und sehr aggressiv, aber ihre köstlichen Rückeneier. Gute alte Klonkers. Onkel Clackys dicke Klonkers. Onkel Clackys Klonkers. Slobby Klonks. Aus der McClucky Farm. Oh Mann. Ich weiß nicht, ich glaube, das kann ich nicht mehr machen. Das muss so sagen. Ich weiß nicht, wir sollten also solche Spiele vielleicht meiden in nächster Zeit. Ich habe bei mir laufen nur Sachen, wo ich irgendwelche Dinge verkaufe im Moment, ne? Ja, kommt ja bald ein neues, ne? Wenn der Urlaub vorbei ist. Wenn der Urlaub vorbei ist, dann kommen die Elektronik-Clerks, Alter. Das wird geklerkt, Alter. Unten am Klondike machen wir einen neuen Laden auf. Klondike, das ist auch so ein Wort, ey. Mein dicker Klondike ist mir irgendwie aus der Hose gerutscht. Ja, einen ziemlich dicken Klondike. Die Verpackung sieht aus wie wenn hier, weißt du, wenn dir aus der Boxershort aus dem Loch vorne nur so ein Ei so rausguckt, was so leicht gepresst wird auch, weißt du, aussieht wie so ein
Ja, wie so ein Glatzkopf, der gerade irgendwie versucht, sich aus der Erde zu graben. Weißt du, so ein Dicktree oder wie heißen die von Pokémon? Dicktree. Schwanzbaum von Pokémon. Dicktree heißt übersetzt eigentlich nur Peniswurzel. Penisbaum? Dicktree. Ach ja, Frank Schwengelbaum und seine neumodernen pilzresistente. Warte mal, können wir das hier? Hier sind doch noch so kleine Dosen, die können wir noch hier mit rüberschieben. Die neuen modernen schamresistenten Crest Industry Müsli sind da. Schamresistent? Sie schämen sich nicht für ihren Geschmack. Jetzt neu mit Scharmut-Extrakt. Scharmut. Talon. Das war das ein Fisch, ne? Ja, ich glaube. Ich hoffe. This one's on my list. Was? This is for my girlfriend? Was ich so? This is for my girlfriend. Oder this is for my golf friend. Weil immer Golf spielen geht. Ah, der Laden, ey. Der macht mich fertig. Hier. Das ist wirklich ein Let's Play, wo man nur Dünnschiss redet. Nein, sowas haben wir nie. Also, weißt du, wie das Gehirn sich langsam auflöst beim Zocken. Ja, oh, aber bald neue Produkte, neue Products. Schmale Kanne. Dann brauchen wir wieder Regale und so. Ja, wir haben ja, da kommt einfach hier noch eine Reihe hin. Die Getränke werden ein bisschen verrückt. Hier noch eine Reihe hin. Man muss wieder ein bisschen Cock swipen. Und dazu muss auch der VR-Leiter Cock übers Band gerutscht werden. Zum Freischalten muss der Filialleiter mal drüber flappen, Alter. Ja, du bist auch abgemessen. Also das ist so ein Job, da musst du halt auch wirklich die körperlichen Voraussetzungen erfüllen. Unter 22 cm Fleisch kommst du da nicht rein. Die Position. Bewerbungsgespräch. So, dann machen sie mal untenrum frei. Unser Musterungsarzt wird hier übernehmen. Seit wann muss man für einen Supermarktjob seine Hose öffnen? Casting Couch. Auf unserer Casting Couch werden weitere Gespräche. Sie scheinen geeignet zu sein. An der Beule in ihrer Hose erkenne ich, dass sie Potenzial haben. Setzen Sie sich bitte hier drüben auf die schwarze Ledercouch. Wenn Sie hier stehen, können Sie dann Ihren Ding-Dong samt Gebell hier über diesen Scanner ziehen? Ah, schade, die Eier müssen mit drauf. War knapp. Knapp, aber ohne Ei vorbei. Das ist unser Motto. Diese gute Haselnuss-Spreizer hier. Haselnuss-Spread? Orangenmarmelade. Die gute Spreizer-Nuss. Paddington Bear, Alter. Schweizer Spreiznuss. Geht gut weg. Schweizer Spreiznussmarmelade. Jetzt neu mit Maulbeerenextrakt. aus was Maulbeeren. Maulbeeren, ey. Ah, guck mal, das gute Nutti. Das gute Nutti. Nutti, ey. Der Haselnussspreizer. Wenn die Nutti erstmal anfängt zu spreizen. Nutti wie von Mutti. Also laut unseren Zusehern haben wir eh ein schlechtes Management. Ja. Ihr müsst das ganz anders aufstellen. Ja, 5 Uhr morgens. Ist noch nicht so viel auf der Piste. Die sind ja immer noch ziemlich zugelötet. Ich glaube, der Laden ist auch einfach seit 2 Wochen durchgehend geöffnet. Ja, seit 29 Tagen. Hat er nicht einmal geschlossen. Kennst du diese SpongeBob-Folge, wo die den Laden permanent aufhalten? Ja. Weil
angeblich Plankton das auch macht und dann drehen die da alle durch. Ja, ja. Was für du? Boah. 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 60er Jahre Vampir. Ja, in den 70ern haben die Vampire angefangen zu tanzen. Boah, das macht dein Hirn aber auch wirklich breiig, das Spiel. So, war das, man eigentlich beim Supermarkt einräumen Nasenbluten bekommt? Ich bekomme das eigentlich nie, aber mittlerweile, wenn ich einen Supermarkt betrete, bekomme ich diese merkwürdigen Schmerzen. Oh, Warzig ist fast leer gewesen. Nee. Das noch erleben darf, ja doch. Alter. Ich fast eine ganze Kiste rein. Haben sie mal ordentlich abgegriffen. Ja, seitdem wir halt noch härteres Zeug im Laden haben, sind halt Spirituosen nicht mehr so interessant, ne? Nee. Seitdem wir auch diese Hero-Pops von Kreis Industries verkaufen, Heroin aus dem Toaster. Heroin aus dem Toaster. Früher war Heroin besorgen schwierig und unangenehm. An Bahnhöfen nachts. Jetzt könnt. Machen wir dann auch solche Tests mit so einem Hund mit einer Zigarette. Früher war die Messergefahr sehr hoch beim Heroin besorgen. Das ist heutzutage obsolet. Dein Kreis Industry könnte sogar ein Kind, das ohne Schwierigkeiten besorgen. Wir liefern bis an die Haustür. Hallo, Ding Dong. Heroin heimlich vor Service. What I was after. Heroin on wheels. Oh mein Gott. Ah, danke. Mit unserer neuen Firma. Mit unserer neuen Firma Druff sein auf Rädern. Trophy on Wheels. Trophy on Wheels. Ach, da sind sie ja endlich. Zum Glück. Meine tägliche Dosis. Musste mich fast schon wieder mit meinem Ehemann beschäftigen. Meinen letzten Schuss habe ich vor 2 Stunden gehabt. Oh, Leute, die Folge ist eigentlich dann auch schon wieder durch. Da kann mich jetzt eigentlich eintüten. Kannst du wegpacken. Ja, das ist aber ein Supermarkt. Das ist ein Supermarkt. Also, dass wir das überhaupt geschafft haben, durch einen Urlaub durchzuziehen. Ja. Leute wissen gar nicht, was wir da für körperliche und seelische... Ich kam aus dem Supermarkt nicht mehr raus, ne? Wenn ich jetzt irgendwo so eine Selbstbedienerkasse sehe. Ich im Urlaub war, ja, ich habe auch im Urlaub habe ich aus Phantomkassieren gemacht. Phantomkassieren. So Leute kamen an mein Zelt, an... Ich konnte nicht aufhören. Ich konnte nicht aufhören, ich musste abkassieren. Auch im Schlaf. Weißt du, so, du fängst so an, selber die Sachen über die Kasse zu ziehen. Weißt du, die Kassierer, entschuldigen Sie. Was machen Sie da? Warum sitzen Sie an der Kasse? Willkommen bei Rewe. Jetzt im Angebot. Heute gibt's Granatäpfel aus dem Süden. Oh Mann, ey. Echte Granaten und Äpfel. Mit der Geschmacksexplosion für Ihren Mund. Hast du dann auch angefangen, so zu reden, wenn du den Supermarkt betreten hast? Ja. Nee, ich habe keine betreten. Ich habe lieber für 5 Euro am Getränkeautomaten was geholt. Ich konnte nicht mehr mit diesen Menschen. Ich kann ihnen nicht in die Augen sehen. Wir haben viel zu viele Energy Drinks. Ich weiß nicht, warum du so viele bestellt hast. Keine Ahnung, irgendwann ist man so durcheinander in der Bestellung, jetzt habe ich mal Milch bestellt. So Leute, wie auch immer, der Laden boomt, Business ist booming. Wäre so nur im echten Leben so. Ach ja. So. Wir sehen uns wieder in der nächsten merkwürdigen Folge. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss!